Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanna Mittermeier, heute mal im Wald. Was für ein Tag, wow. Wonach hast du in letzter Zeit gefragt? Für mich war das in letzter Zeit eine riesengroße Frage in meiner Welt ist gerade, hey, was ist wirklich möglich für unsere Welt? Welche Welt wollen wir sehen? Welche Zukunft wollen wir kreieren? Und was können wir da, jeder Einzelne von uns, bewirken? Und mir wurde mehr denn je bewusst, hey, wow, ich möchte wirklich eine andere Welt, eine Welt, die für uns funktioniert, ein Spielplatz an Möglichkeiten, ein Ort, wo es nicht unbedingt um Drama und Probleme und Schwierigkeiten gehen muss, um dann herauszufinden, warum man diese hat und dann nach Lösungen zu finden, sondern Fragen zu stellen, die Fähigkeiten, Zugang zu den Fähigkeiten zu haben, die wir alle haben, und diese zu nutzen, um eine Welt zu kreieren und zu verwirklichen, die Spaß macht, wo Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit das Wertvolle ist und nicht Schwierigkeiten und Probleme. Und da habe ich mich gefragt, so, was weiß ich? Was weiß ich, auf welche Weise kann ich die Welt heute verändern? Und mir ist einfach so bewusst geworden, wow, wie oft vergleichen wir uns mit anderen, wie andere die Welt verändern, wie andere ihr Leben kreieren, wie andere ihr Leben verändern und schauen dann, wie die das machen, wie die sich verhalten, was die tun, was die sagen, anstatt sich zu fragen, was weiß ich? Auf welche Weise, auf welche einzigartige Weise kann ich meine Welt, mein Leben und die Welt verändern, dass ich noch nie in Betracht gezogen habe? So, auf welche Weise kannst du dein Leben und unsere Welt verändern, so wie nur du es kannst? Und alles, was nicht erlaubt, dass du Klarheit damit hast und Leichtigkeit, wirst du es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. So wie du die Welt siehst, sieht sie keiner. Das, was du in die Welt bringst, bringt keiner in die Welt. So, wie wär's das mal anzuerkennen? Und das findest du nicht in deinem Verstand. Das hat keine Logik. Das ist etwas, wonach man fragt. Und dass man sich erlaubt, zu empfangen, wahrzunehmen, zu sein und das zu nutzen. So, auf welche Weise kannst du heute, auf welche einzigartige Weise kannst du heute dein Leben und unsere Welt verändern, das du noch nicht in Betracht gezogen hast? Und alles, was das nicht erlaubt, wirst du es bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. Die Welt braucht uns jetzt mehr als je zuvor. Die Erde braucht uns jetzt mehr als je zuvor. Wenn ihr euch anschaut, wie es gerade abgeht in unserer Welt, wie viel Irrsinn gerade abgeht, merkt man, hey, warten gibt es nicht mehr. Den Luxus haben wir nicht mehr. Es ist echt Zeit, dass jeder Einzelne von uns aufsteht und sagt, okay, was weiß ich und was kann ich heute der Welt beitragen? Und das muss gar nicht schwierig sein. Und man muss auch nicht gegen die Welt kämpfen, wie sie jetzt ist. Man muss sich auch gar nicht aufregen. Man kann einfach mit Leichtigkeit einfach wahrnehmen, yep, es geht Irrsinn ab. Okay, it is what is, es ist was ist. Und was kann ich sein, tun, um das zu verändern mit totaler Leichtigkeit? Und wie gesagt, alles im Leben kommt zu dir mit Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit. Und welche Zukunft möchtest du auf diesem Planeten sehen? Und was weißt du? Und was kannst du heute sein, das niemand anderer sein kann, um das zu verändern und das zu verwirklichen? Danke für dich. Mua. Tschüss.